Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2. Wir sind hier stehen geblieben in der letzten Folge und ich gucke direkt mal auf der Karte, welche Mission wir jetzt angehen werden. Es ist Grace am Start und wir haben hier oben noch das Kopfgeld. Lindsay Wofford. Ich würde sagen, die Alte schnappen wir uns erstmal. Ne? Dann haben wir erstmal einen kleinen Start. Ich reite da erstmal hin. Wir sehen uns gleich. Ich sehe nichts. Lindsay Wofford, I got here a warrant for your arrest, or the other thing if it comes to it. A federal warrant? No, 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 that don't mean much in a sovereign territory, mister. Okay. We've been beaten down and driven out enough. Okay. Let's make a stand, boys. I don't know who this no good bastard is, but he's gonna know the record. So, wo ist der, den ich abliefern muss? Das ist jetzt der letzte, der übrig ist. Bis auf den natürlich. Oh, er will nochmal. Aber hier war eben noch einer, genau da. Okay. Auf der rechten Seite noch einer, da hinten. Hab ich den jetzt da runtergeschossen? So, und wo ist der andere Typ jetzt? Alles klar, Moment. Er will doch nochmal. So, das war's. Oh, hier sind tatsächlich doch noch mehr. Ey, Alter. Ich glaube, er hat sich gerade bewegt. Da oben ist er, glaube ich. Nee, da ist noch ein anderer Typ, ey. Komm, ich gehe einfach mal runter. Natürlich easy. Als ob es keinen Morgen gäbe. Durchladen. In die Schulter schießen. Nochmal in die Schulter schießen. So. Okay. Anscheinend komme ich hier nicht lang. Muss ich da lang? Was für eine komische Mission, ey. Er ist da oben jetzt gefangen, oder was? Da, wo er ist? Oder warum haut er nicht ab? Oh, er schießt. Moment, ich versuche ihn mal lebendig zu fangen. Egal, komm, ich hau ihn aufs Maul. So. Da unten muss noch ein Typ sein. So. Nochmal. Zack. Alles klar. Erstmal plündern, ne? Kämpft noch einer? Irgendjemand? So, wir heben ihn mal auf. Im Gefängnis abliefern. Yes, sir. Zum Gefängnis von Saint-Denis. Alles klar, das kriegen wir doch hin. Schwuppdiwupp. Moment mal gerade, ich könnte ihn ja eigentlich noch mal kurz ablegen, ne? Was gibt's denn hier alles? Pistolenmunition nehmen. Abgegriffener Kettleman Revolver. Plündern. Liegt er mit dem Kopf in der heißen Glut? Jawohl. Kannst ihn bitte wieder daneben legen? Jawohl. Plündern, plündern, plündern.
Soll ich ihn wohl schon aufs Pferd legen? Naja, die paar Sachen kann ich hier gerade auch noch plündern. Ne, den einen nehme ich mit. Und den hier auch noch. Dann gucken wir uns hier nochmal kurz um. Nicht, dass das hier eine Truhe ist oder so. Nee. Die Tasche eventuell. Ich glaube, hier kann ich nichts großartig abliefern. Mitnehmen. Oh, doch, hier war was. Was war das? Ach so, da liegt eine Dose Kautabak. Okay. Kannst du ihn bitte aufheben? So, ab aufs Pferd damit. Schön verstauen. Und dann sind wir als treuer Gesetzeshüter. Steht da Dynamit am Fenster? Schon einen Schritt weiter. In Saint-Denis. Haben wir uns schon mal einen kleinen guten Ruf erarbeitet, ein bisschen. So, wow. Jetzt wollen wir natürlich mal ganz easy den Typen hier abliefern, ohne dass er uns runterfällt. Gucken, ob wir es hinkriegen. Ansonsten cutte ich das Ganze raus und wir sehen uns gleich, wenn ich den Typen abliefer. So, dann gehen wir mal rein. Wie es aussieht, ey. Scheint anscheinend zu regnen draußen. Bet you ain't felt a bed in a while. Damn traitor's bed. Get me off of here. Calm down. Schwuppdiwupp. Begib dich zum Schreibtisch des Polizeikommandeurs. Mein Payment? Nehmen. Wie viel habe ich denn gekriegt? 50? Ne, 100 waren das, ne? 100. Habe ich das jetzt in Gold abgeschlossen? Okay. Mehr habe ich da so nicht angezeigt bekommen. So. Wie sind wir denn jetzt hier? Was haben wir hier? GRD. Oh, LS. Was ist denn LS? Leopold Strauss möchte mit mir sprechen. Einen Einbruch können wir auch noch abgreifen. Mr. Pearson am Start. Jetzt haben wir hier aber ordentlich mal Missionen, ey. Ist ja krass. So, dann würde ich sagen, reite ich hier über diese Bahnstrecke einfach mal in... Ja, wo reise ich denn hin? Ich denke, ich gönne mir mal Pearson. Pearson möchte mit mir sprechen. Alrighty then. So, Freunde, wir sind erstmal hier wieder an unserem Lager angekommen. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal zu Pearson und gucken, was der gute Mann von uns möchte, ne? Complaining, I'm just saying. You're not saying, miss. You're shouting. Oh, I'm sorry, Captain. Did they do things differently in the Navy? Yeah. Oh, say whatever you damn well please, but I tell you, if I don't get out of here soon, I'm gonna kill somebody. And if you don't stop hissing at me, I'm gonna kill you. You come near me, sailor, and I'll slice you up. You put that knife down, or you could be missing a hand. What is wrong with you two? I ain't chopping vegetables. Weitere Fragen zum Wahlrecht für Frauen. Oh, I'm sorry, madam. Ja, was there insufficient feathers in your pillow? I ain't lazy, Mr. Morgan. I'll work, but not this. Well, I ain't cooking work. Schwebende Dosen. Nicht ganz. My husband and I, we shared the work. All of it. I was out in the fields. I can hunt, carry a knife, or use a gun. But I tell you, you keep me here, I'll skin this fat old coot and serve him for dinner. Watch your damn mouth, you crazy goddamn fishwife. Enough, both of you. Well, come with me then. You want to head out there, run with the man? So be it. But we do more than just hunting. We're hunted.
And them things hunting us, well, they got guns of their own. I ain't afraid of dying. Good. You need anything, Mr. Pearson? Maybe me and Mrs. Ed are gonna take a little ride. Yeah, sure. Here's my list, and can you post this letter for me while you're there? Sure. Come on, princess. Okie dokie. Are you coming with me then, woman? Ach, so wir I've graduated mit der from chopping vegetables to shopping. Shut your goddamn mouth. Fahr zum Laden. Okay, das wird wahrscheinlich wieder eine kleine, was soll ich sagen, eine kleine Laberei geben. Kein Plan, ob ich es reinschneide. Die sollten jetzt anfangen, ja. I guess. But I ain't no scullion, and I sure as hell ain't taking orders from that sweating halfwit. I guess we all gotta do our share, Princess. Where's that letter? Well, are you reading his mail now? Oh, robbing and killing's okay, but letter reading's where we draw the line. Yeah. Here. Dear Aunt Kathy. You are something else. I haven't heard from you in some time, so I pray to the Lord above that your health has not deteriorated further. Blah, blah, blah. It's boring. Ooh. Wait a sec. Listen to this. Since we last corresponded, I have traveled widely, making no small name for myself. Before you ask, I am still yet to take a wife, but I can assure you it's not for a lack of suitors. You ever actually even talk to a woman he ain't paid for? Oh, look, we're all hiding behind something. And what's this? Return to Tacitus Kilgore. Oh, that. Now that's Dutch's idea. All mail to be sent to the same alias. Whenever we set up somewhere new, Strauss, he heads into town. Tells him to start expecting mail from a Tacitus Kilgore, whatever they changed it to. So, wir sind da. Here, give me that back. We got work to do. Okay, here we are. So, what's the plan? I shoot the shopkeeper while you... No! Are you insane? I thought we was outlaws. Outlaws? Not idiots. We rob fools that rob other people. These people, they're just trying to get by. So you head on in there and you buy some food to eat. And no guns. You're sure? This time, there'll be time for killing soon enough. What are you doing? I'm gonna go check the mail. Nothing exciting. Okay, wir gehen also zur Postmeisterei. Der ganze Kladderadatsch ist hier hinten. Wo ist eigentlich mein Pferd, wenn ich es mal brauche? So, Rhodes, ja genau. Ich dachte für eine Sekunde, wir wären in Saint-Denis, aber das ist ja mal eine ganz andere Nummer, wie wir eben mitgekriegt haben. So, Postbrief abgeben hier vorne. Alles klar, Beamter. Can I help you, mister? Yes, I would like to post a letter. Yeah, yeah, yeah. Kann ich den Fisch? Rot lag's schlecht. Ja. Okay, no steig trouble. Wieder auf den Wagen. Wow. Das ist natürlich viel zu simpel. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das Inhalt dieser Mission war. Ist. Da passiert doch gerade gleich safe noch was. Die Alte wird wahrscheinlich... Alter. Wie sieht sie aus? Okay. Wo ist das Kleid geblieben, Mann? Warte auf Sadie. Thanks. Here. Take that for yourself, okay? Thanks. We'll give it back then. Jesus. I didn't ask for his goddamn help. Why don't you drive? Okay. Come on, lady, get a move on. I like Sadie, not lady. I know. Ja, sie fährt jetzt. You get everything? I think so.
And some okay. new clothes, I see. Don't start. I can wear what I damn well want. Like I told you, my husband and I shared all the work. I wasn't some little wife with a flower in her hair baking cherry pies all day. Yeah, I don't doubt that. You sure look the part now. Won't be long before you're smoking cigars and playing the harmonica. I'll have you know, I used to love playing the harmonica before. Well, my house and everything I own got burned to the ground. I know. Safe werden wir gleich noch angegriffen. I'm real sorry about what you... You know. Maybe I'll keep my eye out for direkt die Knarren rausholen. I don't want no pity. Anfrage. Just treat me equal and no. Lageanfrage. Sadie hat um eine Mundharmonika gebeten. Nobody's taking nothing from okay. me ever again. Ja, ich denke, das könnte man noch machen. Just nicht in dieser Folge. Aber man kann es machen. Hey there. Aha. What you folks up to? Just heading home. You're in Lemoyne Raider Country. Keep it cool. Sadie. You need to pay a toll to pass through here. No, I don't think so. You don't think so? How about you pull over right now? Pull over? That's what I said. Hey, how's about this? Go, go, go! God damn it! Get moving! Wehre die Gesetzlosen ab. Okay. Fuck you! Fuck you! Oh, da vorne kommt noch einer. Lol, sie hat die Nächte übergefahren. Okay. Oh, scheiße. Moment, Moment. Hä, was ist mein Dead Eye alle? Hä, ich wollte es voll heftig machen gerade. Alter! Jetzt reicht's mir aber. So. Hier ist auch noch einer. Okay, ich plündere ihn während einer Schießerei. War's das? Nee. You've caused enough trouble already. I'm fine. She caused trouble. Why? She caused trouble. She ain't nothing. Remind me not to get on your bad side. Then driving this fucking bushwhackers. Did good. Bushwhackers. But that's a lot of mess to make near camp. Das heißt Kutsche auf Amerikanisch. Das heißt Kutsche auf Englisch. Are you gonna tell Dutch? Maybe. Oh. If he asks. But. Maybe not. Hey, you want me to drive? So who did they say they were? Lemoyne Raiders? Yeah, something like that. Who knows? Anyway, don't you go ribbing Pearson about that letter. How dare you? I wouldn't dream of it. Right, you wouldn't. I have traveled widely, making no small name for myself. I won't be giving you no mail to post anytime soon, that's for sure. I just want to peek in that journal of yours. The mind boggles. Alles klar, Friends. Wir sind wieder am Start. Then, Miss Adler? Not quite. Well, I'd like to say I missed your refined conversations, but I'd be lying. I enjoyed myself out there. Yes, we, Mrs. Adler did okay. At shopping? Yes, at shopping. Thank you, Mr. Morgan. Don't mention it.
I would ride with you again, Mrs. Adler, if you will ride with me. Maybe. If you prove you can handle yourself. Well, they say I lack finesse, but I ain't afraid of gun smoke. We got this, Arthur. You've already done me a big favor today. Okay, Miss High and Mighty. Alles klar, Friends. Ich würde sagen, wir haben diese Mission hier erfolgreich abgeschlossen. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen wieder. Dann geht's weiter. Bis dann. Tschüssikowski.